Willkommen zu Station Yes, mein Name ist Matthias und heute soll es um die Gasflaschenlager gehen. So, gucken wir uns erstmal das normale System an. Sagen wir, dass dieses Gasflaschenlager wäre jetzt innerhalb der Base. Die Base wäre jetzt auf 30 Grad aufgeheizt. Und hier draußen haben wir vom Europa den Sauerstoff, der minus 160 oder 140 Grad minus ist, eins von beiden, ich weiß nicht mehr. Und der kalte Sauerstoff, der würde dann über den Druckregler hier reinkommen. Dadurch, dass die Base halt warm ist, wird sie das Gas darin aufwärmen und durch die Aufwärmung würde halt das Gas sich vom Druck her ausdehnen. Dafür hat man den Backpressure Regulator oder Gegendrucksregler, der wiederum, was so viele kPa beinhaltet, rausnehmen würde und halt im Tank wieder zuführen würde. Das heißt, in diesem Fall hätte man mindestens 100 kPa drin, maximal 101 kPa. Das heißt, die Flasche wäre safe. Das Problem an dem ganzen System ist, es dauert lange und ist träge. Entweder hat man die Zeit dafür zu warten oder man kann es auch anders machen. Ein Kumpel von mir hat dann gesagt, pass mal auf, kannst du da nicht was machen? Ich habe keine Lust, ewig und 3 Tage auf die meine Flaschen zu warten, bis sie endlich mal fertig sind. Jo, dem gefallen bin ich nachgekommen. Ich habe ein System aufgebaut, was über Pumpen geht. Wir haben 2 Pumpen, ein Gasflaschenlager, ein LCD, ein LED und hier hinten ein Heater, wofür oder wo ich gleich zu sprechen drauf komme. Zunächst sage ich euch die optionalen Sachen. Ihr braucht kein LCD, ihr könnt es anschließen. Ihr braucht kein LED, ihr könnt es anschließen. Und ihr braucht auch keinen Heater, aber ihr könnt es anschließen. Entschuldigung. Oh. Ihr könnt es anschließen. So, das System arbeitet so, dass es automatisch hier dieses Rädchen, das wird automatisch dieses Rädchen steuern. Ja. Da braucht ihr nichts einzustellen, auch hier unten nicht. Es findet alles automatisch statt. Nun schauen wir uns mal die Kanister an, die sind nämlich beide leer. Ich habe gesagt, dass er hier, das ist X-Gas von mir, dass er das auf 30 Grad heizen soll und das CO2 soll 20 Grad haben. Also auf 20 Grad heizen, beziehungsweise es hat schon 20 Grad. Packe ich erstmal die erste Flasche hier rein und ihr werdet sehen, guck mal, wie schnell der eigentlich schon hier hochschießt und das füllt. Ja, das Rädchen dreht sich automatisch runter, es reguliert also. Und wir sehen jetzt auch, dass die Gasflasche gleich gefüllt ist. Jetzt beginnt der Heizprozess und ihr seht, dass das Gas jetzt hochgeheizt wird, eben auf die 30 Grad. Ja. Und dann würde die Lampe grün werden. Also blau heißt, man füllt Druck rein. Orange bedeutet, ich heize auf. Grün bedeutet, ich bin fertig. Jetzt passiert auch nichts mehr. Kein Stromverlust, kein nichts mehr. Alles fertig. Kann man die Flasche rausnehmen, hier hinstellen. Ging doch schnell, oder? Das gleiche ist auch mit hier, mit dem CO2. Ich packe jetzt mal die Flasche rein. Grünes Licht, Druck geht rein. Ja, auch hier, da wird das Rädchen automatisch reguliert. Ich habe ja gesagt, die Flasche soll 20 Grad haben. Und das hat sie ja jetzt schon, dadurch, dass ich mir das gespawnt habe. Ja, 20,17 Grad, guckt an. Oh, und sobald die Flasche also gefüllt ist, wird auch hier das grüne Licht angehen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber das bei deinem CO2 dauert ja länger als jetzt hier beim X. Ist auch gefühlt so. Die Erklärung folgt auch gleich dazu. Ja, man sieht das jetzt ganz, jetzt sieht man es ganz deutlich, dass es länger dauert. Ja. Die Pumpe arbeitet noch, keine Sorge. Jetzt ist die Pumpe aus und er ist fertig. So, warum hat es länger gedauert? Ganz einfach. Wir haben hier eine Menge von 5,4 mPa, abgesehen davon 20 auf 20 Grad. Und wir haben hier
8,7 mpa auf 22 Grad Gesamtmasse. Nun, jetzt ist es so, dass die Pumpen, je mehr Druck im Rohr ist, vom Tank bis zur Pumpe, desto schneller kann sie arbeiten. Man sieht es ganz deutlich, wenn man mit diesen Pumpen versucht, einen Tank leer zu pumpen. Das letzte bisschen ist halt immer träge und Gott, dauert's lange. Aber wenn man etwas drin hat im Tank oder genug drin hat im Tank, wird diese Pumpe halt immer schnell genug arbeiten. Je weniger man hat, desto länger wird es halt dauern. Das gleiche Problem habt ihr hier. Nur dass diese Freunde generell langsamer arbeiten. So, dann nehmen wir uns nicht den i10 raus, sondern mal hier so ein Tablet raus. Nehmen uns jetzt mal hier den Chip zur Hand. Laden das Programm ein und sagen jetzt einfach mal, hier soll er 25 Grad kriegen. Und das ist im Übrigen, das ist die Füllmenge, die könnt ihr umstellen. Ihr könnt sagen, es soll 18 mpa haben oder nur 7 mpa oder was auch immer. Tragt die Zahl bitte in kPa-Form rein, also bei 7 mpa wären es 7000. Bei 18 mpa wären es 18.000. Die Temperatur bitte in Celsius bzw. in Grad eingeben. Jetzt habe ich gesagt, der soll auf 25 Grad hochheizen. Das ist das, was jetzt passiert. Und die Pumpe, die hier unten ist, die arbeitet jetzt noch nicht. Das liegt jetzt daran, dass das Gas, was wir eingestellt haben, also wir haben ja gesagt, er soll 17 mpa maximal haben. Es gibt einen Spielraum, was ihr eintragt, plus 100 kPa. Ja, weil die Pumpen teilweise dann schon schnell wieder das rausziehen. Das sehen wir jetzt gleich. Wenn wir bei 17,1 kPa sind, da werden wir gleich hinkommen, dann wird die untere Pumpe etwas rausziehen. Ja, wir kriegen das Licht wahrscheinlich hier nicht zu sehen. Schade. Aber wir sehen es hier an einem Display. Ich zeige auch nochmal hier so mein Display. Ihr seht jetzt schon 17,6 mpa. Das ist auch das gleiche, was wir da haben. Und jetzt warten wir einfach mal drauf bei 17,1 mpa. Das ist gleich soweit. Wird die untere Pumpe einen Teil davon entnehmen, sodass der Tank halt nicht explodieren würde. Und das müsste jetzt gleich passieren. Na schaut. Habt ihr gesehen, es ist wieder gefallen. So. Und das passiert jetzt halt, bis er die Temperatur erreicht hat. Wie gesagt, durch Wärme dehnt sich das aus. Die Heater, die sind mit dran. Zum Beispiel, wenn ihr auf Europa spielt. Nehmen wir jetzt mal an, ihr hättet hier kein X-Gas, ihr hättet hier CO2. Stimmt doch gar nicht. O2. Ihr atmet mit O2. Ihr hättet hier O2 drin, was vom Europaplanet auf minus 140 Grad gekühlt ist. Dann könnt ihr das nicht einfach füllen und dann in eurem Anzug packen. Ihr stirbt an Erfrierungstode. Deswegen der Heater, der das Gas für euch aufbereitet. Ja, die Gradzahl könnt ihr, wie ihr gesehen habt, frei einstellen. Genauso wie den Druck. Ich stelle wieder rum auf 20 Grad, 17 mpa, passt schon. Den Code packe ich euch wie immer in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da, damit ich auch eine Resonanz darüber habe, ob es euch wirklich gefallen hat, den Inhalt, den ich bringe. Könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Abos müsst ihr jetzt nicht unbedingt raushauen. Wäre trotzdem schön, wenn, aber muss nicht sein. So, bleibt mir denn noch was übrig zu sagen? Naja, wenn keine Flasche drin ist, ist das übrigens alles aus. Ja, der Heater ist aus, die beiden Sachen, die Pumpen sind aus. Sobald ich was rein tue, ja, dann fängt er wieder an. Ihr seht, die Flasche wird jetzt wieder geheizt, weil die sich abgekühlt hatte. Ist jetzt fertig, grünes Licht ist da. Ja. Ja. Wie gesagt, in dem Sinne, bitte bleibt gesund. Euer Matthias, bis demnächst.